Warte. Die BGL BNP Paribas scheint sich von den Turbulenzen infolge der Finanzkrise erholt zu haben. Am Donnerstag hat das Bankhaus die Bilanzen vorgelegt. Das Ergebnis der Bank ist nur noch durch die Krise geprägt. Es ist aber zufriedenstellend, kommentierte Verwaltungsratpräsident Gaston Reinisch das Ergebnis. 432 Millionen Euro Gewinn hat die Bank im letzten Jahr eingefahren. Das sind ganze 400 Millionen Euro mehr als noch im Jahr 2008. Der Augsburger Bischof Walter Mixer stößt mit seinem Gesprächsangebot an ehemalige Heimkinder, die ihm körperliche Gewalt vorgeworfen haben, auf Ablehnung. Zwei der sechs mutmaßlichen Opfer reagierten empört auf die Stellungnahme des Bischofs zu den Vorwürfen. Die katholische Kirche in Deutschland wird derzeit von einem Skandal über Misshandlungs- und Missbrauchsfälle in ihren Kirchen und Jugendeinrichtungen erschüttert, die über Jahrzehnte verschwiegen worden waren. Auch in Luxemburg wurden Stimmen zu Missbrauchsfällen innerhalb der Kirche laut. Ab dem 6. April wird es auch im Großherzogtum eine Kontaktstelle für Missbrauchsopfer in Luxemburger Kircheneinrichtungen geben. Für Fans des US-amerikanischen Computerherstellers Apple hat am Samstag das lange Warten ein Ende. Der Konzern verkauft erstmals sein sogenanntes iPad. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine ganz neue Klasse von Geräten zwischen Computer und Handy. Das haben zuvor schon andere versucht. Apple konnte nun der Durchbruch gelingen. Verkaufsstart in Deutschland ist Ende April. Das kleinste iPad mit 16 GB Speicher und ohne Mobilfunkanschluss kostet in den USA $499. Die teuerste mit 64 GB Speicher und UMTS $829.